Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Tofu unbedingt in Öl anbraten, da gleitet es besser aus der Pfanne in den Müll. Warum heißt die Schlange Schlange? Weil sie lang ist, sonst hieß sie ja Schkurze. Wie heißt ein explosives Reh? Bombi. Er versteht dich weder akustisch noch inhaltlich. Er ist taubdumm. Das Wort feiern kann man zusammensetzen aus futtern und Serien. Zufall? Ich glaube kaum. Forschungsgespräch. Und wie ist ihr Englisch so? First Cream. Okay, wir melden uns. Ich glaube, ich gönne mir heute Abend noch ein Bierchen. Was für eins? Ein Masturbierchen. Gehen wir ein Bier trinken? Wie, nur eins? Ist eine unbestimmte Zahl. Liegt der Jäger auf der Lauer, wird Herr Lauer richtig sauer. 97% der Menschen sind richtig dumm. Ich gehöre zu den anderen 4%. Ein Kind ist wie ein Boomerang. Hoffentlich, sonst war's das mit dem Babysitter-Job. An die Menschen, die eine Chipstüte nicht auf einmal essen. Erstens, warum? Zweitens, wie? Drittens, kann ich die Reste haben? Ich habe nachgezählt. Ich habe sie nicht mehr alle. Man kann Fisch in zwei Gruppen einteilen. Den essbaren und den leckbaren. Ich kann heute nicht aufstehen. Meine Kissen haben mich als Rudelmitglied akzeptiert. Und wenn ich jetzt gehe, verliere ich ihr Vertrauen. Mann ohne Frau, ledig. Mann mit Frau, erledigt. Deutschland macht ein Plus von 36 Milliarden Euro. Für die Älteren, das sind 144 Milliarden Plastikpfandflaschen. Unsere dicke Nachbarin gibt jeden Monat Tupper-Partys. Wir nennen sie schon ganz liebevoll der Tupperwal aus Wuppertal. Do you speak English? See I so out? Es ist so kalt draußen, ich habe eben zwei Polen gesehen, die hatten ihre Hände in ihren eigenen Taschen. Wir sollten alle mal zur Ruhe kommen, uns entspannen und einfach nur froh sein, dass es kein RTL 3 gibt. Asterix-Figuren in Real Life. Ich, immer Wix. Ex-Freundin, oben nix. Ex-Freundin 2, sucht gern Dix. Kumpel 1, kommt zu fix. Kumpel 2, bekommt kein Chicks. Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam.